Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Diesmal aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Und zwar sind wir in Harburg. Ja, wir fahren entsprechend die 142 zum Hans-Dewitz-Ring vom Bahnhof Harburg und wieder zurück. Ich glaube, das geht die eine Linie geht nur Viertelstunde. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Ich habe den Bus schon mal soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da noch irgendwie um die Ecke. Und dann gucken wir einfach mal. Ja, die Texturen bauen sich sehr gut auf. Ja, da sind sie. Dass wir dann mal ganz gepflegt darüber fahren und die Leute einsammeln, ne? Ah, Druckluft haben wir noch keine. Kommt nicht so ganz aus dem Quark. Ich hoffe, ich habe jetzt alles installiert. Ich hatte so ein paar Problemchen. Hier war es, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Ich glaube, die nächste Haltestelle war es. Hier fehlt auch irgendwie die Haltestellenbezeichnung für die 142. Das hatte ich gerade schon mal gesehen. Ja, ja, komm. Da haben wir ein bisschen zu abrupt gebremst. So, die... Moin, moin. Moin, moin. Eine neue Tageskarte, bitte. Ah, ja, ja, genau. Ich hatte dich vergessen. Ah, falsch. Da muss ich gucken. Achso, ja. Was wollte er jetzt? Sir, ich hätte gerne eine Fahrkarte. Tag ganz. Aha. Entschuldigung. Ja, ist ja gut, ne? Kollege. 5,30. Da fehlt noch das Wechselgeld. Ja, du kriegst jetzt erstmal ganz viel von mir. Halt die Gosche. Moin, moin. Moin, moin. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Einmal den Großbereich. Irgendwie sind da die Bezeichnungen anders. Kann das sein? Moin, moin. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Einmal den Nahbereich. Oh. Ich wollte doch einen Fahrschein. Ja, ja, du kriegst auch deinen Fahrschein hier. Ja. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Ja, sehr gerne. Ich weiß zwar jetzt nicht, was du mir gegeben hast, aber stimmt sowieso nicht, weil nämlich die Euro drin sind und die Kasse hat D-Mark. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Oh, die wollen alle Nahbereich, okay. Sie haben mir zu viel gegeben. Vielen Dank. Moin, moin. Bitte einmal 9 Uhr Tageskarte. 9 Uhr Tageskarte. Sehr gerne, die Dame. Ja, bitte. Moin. Guck mal, passt moin, sogar. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tageskarte ab 9. Tag. Ab 9. Bitte schön, Manni. Danke. So. Ja, dann fahren wir auch mal los, ne? Ja, und die Texturen bauen sich hier gerade grandios schnell wieder auf. Das wird wohl wahrscheinlich an den... Ah, ich habe grün. An den eigenen Gebäuden liegen, gehe ich jetzt mal von aus. Aber lassen wir uns mal überraschen. Haltestelle, Harburger Ring. Sieht im Moment ja ganz nett aus, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut und Hamburg ist ja meine Lieblingsstadt, aber ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Muss ich ja jetzt nicht nochmal wiederholen, ne? Oder? Ach komm, ist meine Lieblingsstadt. Nein. Aber wir schauen einfach mal, wie das hier umgesetzt ist. Und lassen uns ein bisschen inspirieren. Ja, ist ja jetzt in der letzten Zeit einiges rausgekommen. Also neben Hamburg als Freeware natürlich auch das X10 Add-on. Bin ich ja schon mal mitgefahren und habe mir auch diverse Videos angeschaut und habe mir gedacht, komm. Das kaufst du dir jetzt auch mal. Das kommt als nächstes entsprechend. Aber ich hatte gedacht, komm. Die meisten Leute fahren jetzt in Berlin rum. Ja, jetzt müssen wir hier achten. Wäre ich ja fast dadurch gebrettert. Auf jeden Fall fahren die meisten Leute ja jetzt das X10 Add-on. Und ja, da dachte ich mir, komm. Fahren wir einmal in Harburg. Und im Anschluss nehmen wir dann mal Berlin in Angriff.
Na kommt. Mein dieser Verkehr. Habe ich schon Verspätung, oder? Ich dachte, der bleibt stehen. Ja, ich weiß. Egal, war nur die Polizei. Naja, schauen wir einfach mal. Da wollen jetzt wahrscheinlich wieder alle aussteigen. Werden wir mal sehen. Ja, auf jeden Fall werden wir danach dann in Hamburg fahren. In Berlin fahren. Ich fahre ja gerade in Hamburg. Genau. Ja, und dann wollen wir da mal eine Linie nach der anderen abfahren. Wir fangen natürlich dann mit dem X10, also mit dieser Expresslinie an und schauen dann mal, was uns dann noch so geboten wird. Ja, mein Lenkrad ruckelt gerade so ein bisschen. Die FPS-Zahlen hier in dem Bereich sind, ich möchte es mal sagen, bescheiden. Nee, ist klar. Ah ja. Du kleiner Scheißer. Schön noch über Rot gebrettert, ne? Erst rechts blinken, dann links blinken und über Rot fahren und mich hier stehen lassen. Eine Riesenkreuzung mit recht wenig Verkehr, aber die Ampelschaltung, die ist ja hier. Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, gibt es den Bus... Den gibt es wahrscheinlich nicht mit Euro, ne? Also, dass da einer einen Euro-Mod für den Bus gemacht hat oder so. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, weil das ist so mit einer meiner Lieblingsbusse hier. Und ist natürlich doof, wenn die Karte Euros hat, aber der Bus nur D-Mark hier auf den entsprechenden Fähnchen. Oh, LED-Lampe sehe ich gerade. Ampel. Wir fahren ein bisschen im Kreis hier. Es hat dir gar nichts gebracht, dass du über Rot gefahren bist. Jetzt stehst du nämlich hier an der Ampel, du kleiner Kacker. Fahren. Bisschen wenig los hier auf den Straßen. So. Guten Tag. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Einmal im Gesamtbereich. Einmal den Gesamtbereich. Für 3,70. Ja, hier, bitteschön. Wir klimpern hier einfach mal das Geld runter. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Guten Tag. Alle drin? Können wir ja weiterfahren. Mhm. So, weiter geht's. Aber ich dachte eigentlich immer, in Hamburg wäre mehr los. Also zumindest, wenn ich da war, war da auch definitiv mehr los. Nächste Haltestelle. S-Bahn Harburg-Rathaus. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Hm? Ansagen aber auch, sehr schön. Hat also auch funktioniert, die einzufügen. So, weiter geradeaus. Harburg. Rathaus. Ja, wenigstens haben wir hier nicht die Spandauer S-Bahn. Oder Bahnhof Rathaus-Spandau, glaube ich, ist es, ne? Der Weg nach unten. Ja, die Verkehrsregeln sollten hier vielleicht mal überarbeitet werden. Ihr dürft nämlich fahren. Alter Schwede, ich will da auch noch rüber. Also hier bitte einmal die Verkehrsregeln überarbeiten.
Weil eigentlich, wenn ich hier geradeaus war, habe ich Vorfahrt. Oder wenn ich rechts abbiege. Egal. Mhm, eine Straftat habe ich begangen. Ich habe einen Unfall gehabt, das weiß ich. Mit der Polizei. Mhm. Unsere Haltestelle ist da vorne, Freunde. Ihr seid da ein bisschen falsch. Sehr schön, dass ihr nach vorne gekommen seid. Aber ich halte nur an der für mich ausgewiesenen Haltestelle. Moin, moin. Also Menschen sind hier viele unterwegs. Guten Tag. Eine Einzelfahrt Gesamtbereich. Ja, sollst du haben. Hier, bitteschön. Das ist ein bisschen viel Geld hier, oder? Ist das? Findest du? Haben Sie noch kleiner vielleicht? Guten Tag. Jo. Einmal Gesamtbereich. Aber Gesamtbereich, ne? Oh, das ist auch ein bisschen viel. Ja, komm, ich kann noch ein bisschen mehr da drauflegen. Einmal Nahbereich. Einmal den Nahbereich, sehr gerne, der Herr. Falsch, abbrechen. So. Haben Sie es noch kleiner vielleicht? Moin. Einmal Nahbereich. Das ist schon echt cool, wenn man hier einfach das Geld liegen lassen kann. Ich muss wieder nachlegen. Ja. Einmal den Großbereich, ja. Hier, bitteschön. Nee, ging nicht klar. Einmal den Gesamtbereich. Sehr schön, bitteschön, die Dame. Ja, sehr gerne. Oh, guck mal, fast alles weg. 9 Uhr Tageskarte. 9 Uhr Tageskarte, bitteschön. Sollen Sie haben, junge Frau? Und hier haben Sie ganz viel Kleingeld. So. Ja, passt ja fast. So. Und dann geht's weiter. Aber es ist wirklich wenig los hier, ne? Oder? Und dabei habe ich gar keine so geringen Einstellungen, oder? Es kann natürlich sein. Nächste Haltestelle. Da müsste ich nochmal nachschauen. Technische oh, ist rot. Ja, wie ein Idiot fahre ich. Dass ich jetzt. Ich habe ja das X10 Add-on hier installiert. Ich weiß nicht, hat das wahrscheinlich die Einstellung. Wo ist denn hier die Ampel auf der anderen Seite? Wahrscheinlich die Einstellungen mir ein bisschen verhauen, ne? Könnte ich mir fast noch vorstellen. Das wäre nicht so schön. Na, grün. Das könnte es erklären, warum hier so wenig los ist. Ja, hier ist so ein bisschen mager, was so die Ausgestaltung angeht, muss ich leider sagen. Oh, und der Bus hat es echt schwer, hier hochzukommen. Gleich rollen wir wieder rückwärts runter, oder? Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. So, und ihr geht mal da von der Straße runter, ihr Ochsen. Schon mal darüber nachgedacht, dass man die Kreuzung frei hält? Mann! Du bleibst da stehen, ne? Ist das so bergig in Hamburg? Meine Güte. Schaffen wir. Das dürfte ein bisschen enger werden, aber... Wir sind ja ein guter Fahrer, ne? So. Die Kasernenstraße, TU Harburg. Sind wieder einige Leute unterwegs. Guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Ja, sollen Sie haben, den Fahrschein für den Nahbereich, junge Dame. So, hier, ganz viel, ja, ganz viel Geld für Sie. Können Sie alles mitnehmen, wenn Sie wollen. Und weiter geht's durch Hamburg. So. Ach, wir sind hier falsch. Gut, dann blinken wir mal links. Sehe dann gar nicht da. Ja. Lässt du mich? Lässt du mich? Nein, er lässt mich nicht. Nächste Nein. Haltestelle. Oh! Heimfeld. Kleiner Kacker. S-Bahnlinien
S3. Ich krieg dich, ich hab dich aufgeschrieben, doch. Mistkerl, doch. Warum hab ich jetzt den Scheinwischer angemacht? Weil ich noch in ETS bin, glaube ich. So. Wie kriege ich ihn denn wieder aus? Wahrscheinlich gar nicht. Doch, so. Hallo, ich will, dass du ausbleibst. Wo will er hin? Rechts abbiegen geht da nicht. Oder willst du irgendwie auf den Bürgersteig fahren? Ja, hier in Harburg wird ein bisschen gebaut, ne? Und wir müssen geradeaus, okay. Irgendwie scheint es so, dass ich hier den Retrobus hier fahre. Die ganzen Kollegen fahren den O530. Guten Tag. Guten Tag. Mahlzeit. Bitte einmal 9 Uhr Tageskarte. Die 9 Uhr Tageskarte, die wird hier auch sehr häufig genommen, ist sehr beliebt. Ja, sehr beliebt in Hamburg. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Da kommt der Manni. Einmal eins für den Gesamtbereich. Ja, Gesamtbereich. Ne? Bitte schön hier. So. Dumm. Die läuft da auch einfach quer über die Straße. Ob das so gesund ist, ich wage es zu bezweifeln. Achso. Ist die nächste Haltestelle. Ja, wie gesagt, also. Ich finde es hier ein bisschen leer insgesamt. Ich muss, glaube ich, doch mal mir die Einstellung nochmal anschauen. Nächste Haltestelle, Lohmannsweg. Lohmannsweg. Ja, sehr eng beieinander hier. Die Jutenhaltestelle. Moin. Moin. Guten Tag. Nahbereich. Sehr gerne. Manni, sehr gerne. Noch mehr Münzen? Moin. Den großen Bereich. Ah ne, das war jetzt Gesamtbereich, ne? Das war falsch. Wo ist mein Fahrschein? Warum sagen Sie denn nicht, dass das der falsche war? So. Ja, noch kleiner vielleicht? Nö. Da hinten kann man übrigens in die Pampa gucken, was nicht so schön ist. Dort hinten, da kann man da in die Pampa reinschauen. Also wäre eine Sache für ein Update. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön, wenn die Karte auf einmal irgendwie endet. Das sind so diese unschönen Sachen an Karten. Muss auch nicht wirklich sein. Also einfach die Straße, sag ich mal, 50 Meter weiterführen, 2-3 Häuser dran ballern. Und schon ist das Problem gelöst. Nächste Haltestelle, Heimfelder Straße. Na, hier ist wieder schön. Bäumchen und Grünflächen und Zäune und so weiter. Hier wiederum. Naja. Könnte besser sein. So, Haltestelle. Eine Haltestelle und danach müssen wir abbiegen. Ist auch schön, wie viele Leute hier in diesem Wohngebiet noch einsteigen wollen. Ist schon, ist das im realen Leben auch so? Ach, guck mal, die kommen sogar alle zu mir und latschen jetzt wahrscheinlich schön das Blumenbeet da kaputt. Die schönen Blumen. Verarscht. Ja. Moin.
Einmal den Großbereich, ja. Hier, den großen Bereich, bitteschön. Ja, noch mehr Münzen. So, das war's. Nur eine Fahrkarte, sehr schön. Und dann müssen wir hier abbiegen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin nur abgebogen. In einem normalen Tempo. Ja, hier sind die Simple Streets verbaut. Das ist auch sehr schön. Wie man sieht, Karre fährt mir einfach rein, warum auch immer. Ja, hier links ist auch schön eine Garage, die quasi über die grüne Wiese befahrbar ist. Ja, es sind so Kleinigkeiten, da achte ich natürlich ziemlich drauf. Also ich will jetzt die Karte nicht schlecht machen, aber hier, wenn man das sich so anschaut... Also entweder fehlen mir da Sachen oder ich weiß es nicht. Sagt mir, ob es bei euch auch so aussieht oder ob ich einen Fehler gemacht habe. So, da sind wir im AK Hamburg. Ich glaube, das ist ein Krankenhaus, ne? Kann das sein? So, Harburg, nicht Hamburg. Nächste Haltestelle. So. Harburger Ring. Okay, dann müssen wir mal umschildern. Boah, ich hätte gerne einmal die 9 Uhr Tageskarte. Oh, was hättest du gerne? Moin, moin. Ja, moin, ich hole die 9 Uhr Tageskarte. Bitteschön. So, hier, ein bisschen mehr Kleingeld ja, wieder. Einmal nach euch. Ach ja, also ich finde so manche Stimmen, muss ich auch zugeben. Einmal Nahbereich. Oh, dieser Nahbereich. Ich kann es nicht mehr hören. Moin, moin. Moin. Yeah. Hallo. Einmal ein Großbereich. Was? Einmal? Ach so, groß. Manchmal versteht man die aber auch ganz schlecht. Meine Güte, so viel Münzen. Ja, dann kannst du gleich schön dir am Kaugummi-Automaten was ziehen, junge Dame. Ich denke ja mit, ne? Okay. Der ist dann irgendwie, keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich fahre jetzt trotzdem mal einfach weiter, weil ich kann da nichts für. Ich stand in der Haltestelle. So. Und dann geht's wieder zurück. Auch da kann man im Übrigen ja, in die Pampa schauen. Nächste Haltestelle. Limanstraße. Ich weiß nicht, was ihr jetzt habt. Ich bin ganz normal da rumgefahren. Ganz easy, langsam, entspannt. Ich fahre sogar nur 40. Ich kann sogar noch schneller fahren. Sie seht da, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, die Hamburger, die müssen mal echt mal ein bisschen lockerer werden, glaube ich. Na? Da ist eine Haltestelle. Aussteigen will da keiner. Okay. Ach, jetzt willst du raus? Oder an der nächsten hoffentlich. Eine abknickende Vorfahrtsstraße, die man als solche auf der Markierung nicht erkennt. Da kommt ein Bus, du musst bremsen, mein Freund. So. Da kommt wieder ein ganzer Schwung Leute. Also ich bin ja diese Linie nie in Hamburg gefahren, aber moin, moin. Vielleicht, wenn sich jemand auskennt, der könnte es vielleicht mal sagen, ob wirklich hier so viele Leute immer einsteigen. Also ich wage es ja zu bezweifeln. Ja, so viel Münzen. Ich habe halt hier keine Eurokasse, deswegen, ich kann mir das nie merken. Ja, der Gesamtbereich kannst du haben, bitteschön. Das ist ein bisschen viel Geld hier, oder? Ja, ist ein bisschen viel. Kannst du alles mitnehmen. Ist auch schön, immer den Leuten ins Dekolleté zu gucken hier. So, ich denke, wir müssen geradeaus weiter. Ja, könnt ihr einfach mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ob das in der Gegend wirklich so ist, dass da an jeder Haltestelle so viele Leute einsteigen. Ja, ich hatte einen Unfall, ich weiß. Eigentlich hatte ich nicht den Unfall, sondern der andere, weil der ist mir hier reingefahren.
da. Ja, wie gesagt, als nächstes wird es dann Berlin geben. Nach und nach. Und ja, dann gibt es da noch diverse andere Karten. Ich hätte auch versucht, noch eine zweite Freeway-Karte irgendwie jetzt zu installieren. Aber da muss man so viele... Ach, da will gar keiner. Add-ons entsprechend suchen. Da fehlt mir gerade so ein bisschen die Lust zu, muss ich sagen. Und nächste Haltestelle. Zum Beispiel auch Heimfelder Straße. Also es ist ja schön, wenn man eine Karte gestalten möchte, die abwechslungsreich ist, aber ich sag mal, wenn ich schon alleine 20 Sachen downloaden muss und auch dann irgendwie in polnischen Foren oder tschechischen Foren oder so, wo ich auch muss ich ja leider gestehen, die Sprache auch nicht kann und mir dann da quasi einen zurechtsuchen darf, da habe ich dann irgendwie keinen Nerv drauf, muss ich sagen. Und da verstehe ich auch den Map-Ersteller nicht. Es ist ja schön, wenn man sehr viele Objekte oder verschiedene Sachen irgendwie anbietet oder die Karte abwechslungsreich gestalten möchte. Aber meiner Meinung nach geht das auch mit weniger downloadwürdigen Add-ons. Also na gut, ich habe auch das Glück, dass ich ja zum Beispiel einen Andi, ne, vielleicht sieht er das Video, Andi habe, der natürlich auch das ein oder andere Objekt baut, aber selbst als das noch nicht der Fall war, habe ich halt dann auch später die 9 Uhr Tageskarte, bitteschön, sollen sie haben, ne? Können sie den ganzen Tag mit rumfahren, ne, ab 9, wir haben ja jetzt schon nach 9, also haben sie richtig gewählt. Was wollte er? Achso, auch, ja, okay. Bitte schön. Hier, ganz viel Kleingeld. Was ist denn los hier? Einmal den Großbereich. Ne, das war Gesamtbereich. Dann kriegst du auch den Großbereich, junge Frau. Bitte schön. So, hier stehen die Autos in dem Asphalt. Nur so als Info. Ja, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man halt eine Karte auch abwechslungsreich gestalten kann, ohne da 10.000 verschiedene Objekte von verschiedenen Erstellern reinzuballern. Nächste Haltestelle. So. Hans-Diewitz-Ring. Und wie gesagt, das hat mir so ein bisschen die Lust an dieser Karte auch genommen, weil dann auch teilweise die Downloads nicht ordentlich beschrieben waren, ja, was man denn da überhaupt runterladen sollte. So. Deswegen machen wir als nächstes erstmal einfach Berlin. Und dann gucken wir mal weiter, was bis dahin so der Großbereich. So, bitteschön. Was bis dahin so wieder auf dem Markt ist, ne? Es tut sich ja regelmäßig etwas. Einmal Großbereich. Unter anderem ja auch. Ja, komm hier, nimm irgendwie was. Keine Ahnung, ja, halt doch den Bubble. Ist der Bus schon voll? Ja, cool. Ich fahre hier mit dem Gelenkbus und der ist voll. Und das, obwohl ich, achso, durch eine Wohnsiedlung fahre. Das finde ich auch sehr spannend. Bleib stehen. Ja, es wird ja wohl, so wie ich das mitbekommen habe, ein OMSI-Nachfolgeprogramm geben. Also nicht OMSI 3, sondern entsprechend komplett neuen Simulator. Da kann man dann mal gespannt drauf sein, wie sich das Ganze, aha, ich hatte einen Unfall, entwickelt. Oh, die Blumen, die haben da ein bisschen in der Luft geschwebt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt quasi, wir haben ja jetzt erst die Information bekommen, bis das Ganze dann entsprechend fertig ist, wird es ja sicherlich auch nochmal ein paar Jahre dauern. Also in der Zeit können wir als Mod-Ersteller natürlich noch sehr viel für OMSI tun. Und ich denke, das werden auch die meisten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich sehe das eigentlich so ein bisschen als Chance, weil jetzt weiter an OMSI selber rumdoktern, sage ich jetzt einfach mal, und ja, weiter auf dieser Plattform aufzubauen, sehe ich eigentlich eher kritisch.
weil ich glaube nicht, dass man hier noch sehr viele Verbesserungen erreichen kann. Da gehe ich mal davon aus, dass zum Beispiel, wenn man das jetzt komplett neu aufzieht, in der neuen Grafik-Engine und so weiter und so fort, da sicherlich mehr rausholen kann, was die Performance angeht, vielleicht auch was so die Grafik an sich angeht, ne? Die Detailstufen und so. Ist halt schon grenzwertig, was hier um sie ja bietet, aber es macht Spaß, keine Frage. Nur ich glaube, dass es halt wirklich die bessere Entscheidung ist, neu anzufangen oder was Neues zu machen. Inwieweit dann natürlich, das entsprechend dann auch wirklich besser wird, das müsste dann abgehen. Nee, das ist rot, du kleiner Scheißer. Ey, was ist denn das? Dich zeige ich an. Ja, müssen wir dann mal abwarten. Weiß ja nicht, wie ihr da so dazu steht. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so für eine Meinung zu habt. Und ob ihr weiterhin, wenn ihr zum Beispiel Add-on-Ersteller seid, weiterhin für OMSI ja, arbeiten wollt. Oder ob ihr gerade an einem Projekt dran seid und denkt, hoffentlich kriege ich das noch fertig, bis das neue da ist. Also zum Beispiel bei Ruhrau ist das zum Beispiel auch so der Fall, wo ich dann denke, jetzt darf ich aber nicht mehr ganz so lange machen, ne? Nicht, dass ich dann hinterher fertig bin und keiner spielt mehr OMSI. Nein, aber wir schauen einfach mal, ne? Lassen wir uns überraschen, alle zusammen, und was denn da dabei rauskommt. So. Da auf der Haltestelle, da steht nichts auf dem Haltestellenschild. Guten Tag. Guten Tag. Ist das so in Hamburg? Ich glaube, nein. Auch sehr schade. Und du Vogel, fahr da mal. Guck mal, zwei Hotels nebeneinander. Tornstraße. Die was? Jetzt bremst er wieder. Was fahren Sie denn? Ja, ich fahre auf dem Bürgersteig. Ich musste da vorbei. Ich habe nämlich Fahrplan einzuhalten, Freunde. Mhm. Gut. Der Bus ist voll. Ich glaub das nicht, echt nicht. Mein Gott. Ja. Ach, ihr seid mir reingefahren? Das will ich jetzt mal sehen. Also, tut mir leid, Leute. Ey, die OMSI-KI, ne? Die ist ja sowas von bräsig. Also, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Mein Gott, ey. Da fährt der mir in den Nachläufer, der Spacko. Mann, 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 Mann. Ja, ihr wird schön alle mit, aber ihr kommt nicht alle mit, weil der Bus nämlich voll ist. Moin, moin. Moin. Hallo. Einmal Nahbereich. Einmal den Nahbereich, sollen sie haben. Haben Sie noch keiner vielleicht? Mhm. Guten Tag. Ja. Moin, moin. Moin, moin. Guten Tag. Ach, da kommen noch mehr. Entschuldigung. Moin. Egon. Guten Tag. Den großen Bereich. Ja, da gibt's ja wohl nicht was. Nö. So. Muss ich geradeaus? Ich will's einfach jetzt mal hoffen, dass ich hier geradeaus muss. Ach ja, hier ist diese Kurve. Haltestelle. Kasernenstraße, die Technische Universität mit so einem Bus Traumburg natürlich super zu fahren ist. Weil viel zu eng. Und Mauer direkt an der Straße. Aber schönes Wetter haben wir, ne? Auch im Realen haben wir ein wunderschönes Wetter. Deswegen muss ich auch ein bisschen warten mit der Aufnahme, weil heute Vormittag mir echt so durchs Fenster die Sonne so ins Gesicht geknallt ist, da konnte ich überhaupt nichts sehen. Man muss dazu sagen, ich habe auch noch kein Rollo aufgehangen. Ne? Das kommt erst noch. Ja. Da muss man halt damit leben und seine Aufnahmezeiten entsprechend anpassen.
Aber wir sind da ja sehr flexibel. Mein Gott. Menschenmassen. Wo wollen die alle hin? Ach, Mahlzeit. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Mahlzeit. Bitte schön. Haben Sie es noch kleiner vielleicht? Moin, moin. Moin. Den großen Bereich? Moin, moin. Guten Tag. Ja, da geht's ja wohl nicht was. Nein. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Auch Nahbereich. Sehr gerne. Bitte schön. Oh. So. Noch nö. Bereich, ja, moin, den großen moin. Bereich. Bitte schön. Hier. Noch kleiner vielleicht? Ja. Hab ich. Wollte ich Ihnen aber nicht geben. Und weiter geht's. Meine Bewertung als freundlicher Busfahrer geht natürlich jetzt gerade so richtig den Bach runter. Aber was soll's, ne? Nächste Haltestelle. S-Bahn Harburg-Rathaus. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Ist klar, ne? Ich weiß nicht, was da mit der Ampelschaltung schiefläuft. Da müssen die Hamburger Stadtwerke da nochmal jucken, ne? Gucken müssen die da nochmal. Ja. Ja, hier ist ein bisschen trostlos. Die Menschen, die hier wohnen, die tun mir ein bisschen leid. So ohne Bäume und so und einfach nur grau in grau. Und du trägst dein Auto da um eine Kurve, oder was? Und der bleibt komplett stehen. Ich fass es nicht, echt nicht. Ist auch so ein Punkt, weswegen man eigentlich komplett neu anfangen sollte, die OMSI-KI. Die echt dämlich ist. Dämlich. So, hier müssen wir links. Ach komm, dann nehmen wir noch mit. Scheiß drauf. Ja, was fahren Sie denn? Ja, ich fahre so, wie ich will. Ja, so. Ich glaube, lange brauchen wir nicht mehr. Dann sind wir einmal hin und zurück gefahren. Und ich stehe, glaube ich, ziemlich auf dem Bürgersteig. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Ich glaube, ihr habt mich zu sehr für meinen Fahrstil gelobt. Jetzt mache ich nur noch Scheiße hier. Ah, der Bus ist schon wieder voll. Das ist schön. Brauche ich auch nicht so viele Tickets verkaufen. Lala. Aber was mich noch interessieren würde, ihr habt ja jetzt vielleicht auch mein Video zur 184 in Ruhrau gesehen. Eine Frage mal von mir wäre, hättet ihr, also würdet ihr lieber nochmal eine weitere Überland- oder halbwegs Überlandlinie haben wollen, oder was ich ja jetzt plane, der Rest wird jetzt tatsächlich in Ruhrau oder soll eigentlich, ah ja, der fährt da durch, in Ruhrau selber entsprechend sein, und zwar innerstädtisch. Es würde mich jetzt aber trotzdem einfach mal interessieren, weil ich auch in diese Richtung ein bisschen überlege, ob ich nicht vielleicht meine Pläne etwas ändere. Ob ihr lieber nochmal so eine Überlandlinie haben möchtet oder lieber im Stadtkern von Ruhrau, dass ich da jetzt weitermache, so wie ich es geplant habe. Also das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust dazu, da mal einen Kommentar zu abzugeben. Auch wenn das jetzt hier kein Ruhrau-Video ist, aber das ist mir jetzt quasi spontan eingefallen. So, alle raus. Dass man das doch mal fragen könnte. Also nicht zögern und Kommentar schreiben dazu.
Wie ich immer so schön sage, ey, schreibt es unten in die Kommentare. Straße. Kino! Ich hab Rot. Doppelrot habe ich sogar. Coole Sache. Ah, ich habe Grün. Ich wollte mir gerade mal eine Flasche aufmachen. So. So, und dann nochmal rum. Wir haben wieder Grün. Die grüne Welle in Hamburg. Die Moorstraße ist auch sehr schön. Na, kommen Sie rein. Bitte. Hallo, mach die Tür zu. Ich will weiter. Ich glaube, ich habe vergessen, die mittlere Türe aufzumachen. Der Haltestellenwunsch ist leider nicht erloschen. Ja, dann steigen Sie halt an der nächsten aus, ne? Nur eine kurze Durchsage hier für den Fahrgast, der an der zweiten Tür stand. Bahnhof Herburg. Müssen Sie wohl an der Endhaltestelle aussteigen. S-Bahnlinien S3 und S31 sowie zum Regional- und Fernverkehr. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Die Siri redet mit mir. Sehr schön. So, dann sind wir gleich da. Mal gucken, wie lange diese Ampelschaltung jetzt dauert. An so einer großen Kreuzung ist das ja immer ein bisschen länger, ne? Und das Lenkrad vibriert schon wieder. Mein Gott. Und eine Fehlermeldung habe ich gerade. Die Motorregelung ist ausgefallen. Ist halt ein alter Bus. Ne? Der muss dann halt jetzt mal in die Werkstatt. Kaum fährt er eine halbe Stunde hin und zurück. Zack. Ist er kaputt. Und wir kommen hier auch, glaube ich, nicht mehr weg, so wie ich das sehe. Ne? So. Gucken wir mal, ob das hilft, den Motor einfach wieder anzumachen. Na? Ja, ich glaube, wir müssen reparieren. Das bringt so gar nichts. Doch. Erledigt. Ich hoffe, die Ampel war jetzt noch grün. Einmal schnell hier rüber. Ist auch schön, ne? So zum Schluss. Also 100 Meter vom Ziel entfernt, dass einem dann der Bus kaputt geht. Finde ich schon geil. Okay, aber auch das muss man mal haben. So. Ja, da sind wir dann. In Hamburg, Harburg, Bahnhof. Ich habe irgendwie keine Auswertung, warum auch immer. Aber wir sind am Ziel angekommen und die steigen irgendwie ganz komisch hier aus. Ne? Die lassen sich alle wegbeamen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie gesagt, schreibt einfach mal so ein paar Sachen in die Kommentare. Zum einen, was ihr über den Omsi-Nachfolger denkt. Auch wenn wir noch nicht viele Informationen haben. Und bezüglich Ruhrau. Überlandlinie. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal dann bei die Berliner, ne? Bis dahin, ciao, ciao und schönen Tag noch.